Duell der Überraschungsteams am 22. Spieltag in der DEL. Schwenningen, der Tabellensechste, gegen Bremerhaven, den Tabellensiebten. Beide punktgleich vor dieser Partie. Und das Team von Pat Cortina mit 3 Siegen am Stück und dem großen Coup am Freitag in München, ein 5:2 Erfolg beim Meister. Da gab es einen Blitzstart und auch gegen Bremerhaven. Von Beginn an Druck zum Tor und die frühe Führung. Zweite Spielminute, István Bartalisch, der Ungar. Genau wie am Freitag gegen München, die frühe Führung durch Bartalisch. Sein 3. Saisontor und das 2. in Folge. Also wieder ein gelungener Start für Schwenningen. Bremerhaven hatte einen Tag länger Pause. Sie hatten ja schon am Donnerstag gespielt, aber sie kamen nicht rein in diese Partie. Stattdessen das 2:0 für Schwenningen. Ein Powerplay-Tor von Anthony Reck. Reichlich 4 Minuten vor Ende des ersten Drittels. Da lässt der Obers ins Leere rutschen und dann platziert ins lange Eck Pöpperle, zum zweiten Mal bezwungen. Es läuft einfach bei den White Wings momentan. Selbst das Powerplay, was bislang noch nicht so gut funktioniert hat in dieser Saison, hier erfolgreich. Dann aber kurz vor Ende des ersten Drittels Powerplay Bremerhaven. Der Puck kommt zu Bergman, der zieht ab und die Scheibe schlägt ein. Der Anschlusstreffer für die Gäste. Der Verteidiger profitiert dabei vor allen Dingen vom Einsatz von Cody Lampel, der im genau richtigen Moment Dustin Strahlmeier am Schwenninger Tor die Sicht nimmt. Das sehen wir hier aus der Perspektive nochmal richtig gut. Im Moment des Torschusses sieht Strahlmeier nichts und kann nicht mehr rechtzeitig reagieren. Nur noch 1:2 aus Sicht von Thomas Popisch und den Fishtown Penguins Bremerhaven, die sich dann im zweiten Drittel reinsteigerten in diese Partie. Mike Höffel mit dem Schuss und der Ausgleich, das 2:2. 29. Spielminute, der Pass von Owens. Höffel, der war gerade frisch von der Strafbank zurückgekehrt, durch die Beine von Dustin Strahlmeier. Und Bremerhaven nach 0:2 wieder mittendrin im Geschäft. Die Fishtown Penguins nun eigentlich mit Oberwasser. Aber dann dieser haarsträubende Fehlpass und Schwenningen sagt Danke. 31. Minute, die erneute Führung für die Gastgeber. Markus Pukkola, der Finne, setzt seine fantastische Serie fort. Trifft im 3. Spiel nacheinander und bringt die Wild Wings wieder in Führung. Das 3:2. Dicker Fehlpass von Newbury im eigenen Drittel. Acton legt ab auf Reck. Und den Abpraller, den verwertet Pukkola. Aber Bremerhaven war trotzdem jetzt aufgewacht. In der Schlussphase des zweiten Drittels einige gute Möglichkeiten. Die beste etwa 6 Minuten vor Ende des zweiten Abschnitts. Newbury und Quirk, die vor dem Tor arbeiten. Aber Strahlmeier war noch dran mit dem rechten Schoner. Knappe Führung nach 40 Minuten für die Wild Wings. 3:2. Bremerhaven wollte den Ausgleich und Schwenningen lauerte auf Konter und einen davon spielten sie wunderbar zu Ende. Will Acton, der Kapitän, mit dem 4:2. Saisontor Nummer 11, Anthony Reck, der Vorbereiter. 3:2 Konter, wunderbare Übersicht vom Franzosen. Acton kommt als Dritter dazu, hat viel Platz und sucht sich oben rechts den Giebel aus über die Fangern von Pöpperle, der dabei keine Abwehrchance hat. Zum richtigen Moment, also mal wieder Schwenningen mit einem Treffer. Danach Strafzeiten, vor allem gegen Bremerhaven, aber die waren gefährlich in Unterzahl und wären fast noch mal rangekommen. Ross Mauermann mit Pech, sein Schuss ans Gebell, klasse Vorarbeit von Jason Best. Und dann rettet die Latte für Dustin Strahlmeier. Thomas Popisch und sein Trainerteam gingen volles Risiko, schon 3:43 vor dem Ende war das Tor leer. Pöpperle ging für den extra Angreifer und Schwenningen nutzte das aus. Simon Danner ins leere Tor, der Schlusspunkt in dieser Partie. Wie in München, ein 5:2 Erfolg, also für die Schwenninger Wild Wings, die damit ihre großartige Serie fortsetzen. Der 4. Sieg in Folge, Simon Danner mit dem Erfolgsrezept. Oh, ich denke, wir haben jetzt nicht nur das Spiel, auch in München oder vor der Pause, einfach hart gespielt, das, was wir sollen. Und es trägt Früchte. Wir spielen unser Spiel, genau das, was wir machen sollen. Haben Glück, schießen Tore und kämpfen einfach. Strahli war wieder überragend. Und so kommt es halt als Mannschaftsleistung. Viel, viel Selbstvertrauen also in Schwenningen. 4 Siege am Stück. Man setzt sich fest in den Top 6.